Vielen Dank für die Einladung nochmal und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich stelle jetzt nicht die Studie vor, aber wir haben sie gemacht. Aber ich stelle Ihnen etwas vor, was Rückenschmerz betrifft, in Bezug zu Krafttraining und auch zu erklären hilft, warum Krafttraining sehr oft dazu beiträgt, den Rückenschmerz positiv zu beeinflussen. Also erstmal Einführung mit Definition, was ist ein Rückenschmerz? Dann Ursachen und Behandlung. Und da zeige ich Ihnen ein paar neue Dinge, die bisher in meinen Augen weltweit nicht ausreichend Berücksichtigung finden. Dann Bedeutung und Wirksamkeit von Krafttraining bei Rückenschmerz. Da kommen ein paar biomechanische und auch metabolische Aspekte, also aus dem Stoffwechselbereich, zum Tragen. Wenn man sich das mal anschaut, wie oft gibt es einen Rückenschmerz? Und von 100.000 haben 62.000 Rückenschmerzen. 12.000 davon chronisch, also mehr als 3 Monate nach dieser Definition. 9.000 haben einen Arzt aufgesucht wegen Rückenschmerzen. 500 ein Krankenhaus, Aufenthalt und sogar 300 von 100.000 zum Jahre 2007 eine Operation erhalten. Wenn man mal unterscheidet zwischen Frauen und Männern, kann man sagen, Frauen ganz grob über Altersklassen hinweg, 10% mehr Frauen haben Rückenschmerz als Männer. Ganz grob gesagt, aber, und das ist das große Problem, wenn wir jetzt hier schauen, chronischer Rückenschmerz, diese blauen, das sind das 15, maximal 20% in der Spitze. Das heißt, das ist die Gruppe, die eben nicht schnell wieder rekonvalesziert. Das ist die Gruppe, die auf Dauer große Probleme verursacht, aber auch Kosten. Auch hier nochmal so über die Jahre hinweg eine schöne Grafik, finde ich. Rückenerkrankungen insgesamt, also diese Diagnoseschlüssel nach ICD M40 bis M54. Hier Anfang der 2000er Jahre, das hatte auch noch mit dem Wechsel Ost-West noch einiges, die Nachwirkungen zu tun, aber dann hier eigentlich eine sehr konstante Linie. Das heißt, Rückenschmerz war ein Problem und ist ein Problem. Rückenschmerzen sind der häufigste Grund für Reha-Maßnahmen, wobei im Moment so eine Tendenz besteht, dass die psychiatrischen Erkrankungen, besonders bei Kindern und Jugendlichen, den Rückenschmerz ablöst. Das ständige Handy und iPad und Computergedattel macht die Kinder krank, ganz offensichtlich. Die Inzidenz, das hat der neue Barmer Gesundheitsbericht gezeigt, ist enorm. Aber wir reden über die Gesamtbevölkerung. Und da verursachen Rückenschmerzen eben sehr hohe Kosten, also direkte Kosten, Medikamente, Arzt, Physiotherapie, 8,4 Milliarden Euro. Indirekte Kosten, also unter anderem auch Berentungen, 11,7 Milliarden Euro. Das ist also kein Pipifax. Kinder und Jugendliche haben auch Rückenschmerz, wobei da ist es immer ein bisschen gefährlich, weil wenn schon in der Grundschule Willi Wirbel in die Klasse kommt und sagt, du musst das machen und Rückenschmerz fühlt sich so an und das musst du vermeiden, das war bei meinen beiden Kindern auch so gewesen, dann haben die irgendwann auch ganz schnell Rückenschmerz. Das Gleiche kennen wir aus Afrika, also in Kenia und in Ghana war Rückenschmerz überhaupt nicht bekannt, bis wir es ihnen erklärt haben. Und dort ist die Inzidenz jetzt in etwa gleich hoch. Das heißt also, man muss auch ein bisschen gucken, dass man nicht frühzeitig die Aufmerksamkeit auf ein Problem, das bis dahin gar nicht bestand, lenkt. Ich habe auch nebenbei mal Medizin studiert, also nicht nur Sportwissenschaft. Und als dann die Krankheitslehre war, das ist die schlimmste Veranstaltung. Sie spüren alles, was Sie da gesagt bekommen. Sie haben plötzlich Tumore, Darmkrebs, Hirntumore. Sie haben alles, nur weil Sie aufmerksam sind. Und das ist auch ein Grund dafür. Aber man muss es ernst nehmen, immerhin etwa ein Viertel der Kinder hat auch einmalig oder chronisch Rückenschmerz. Dann müssen wir aber auch sehr genau unterscheiden zwischen einem spezifischen und unspezifischen Rückenschmerz. Beim spezifischen ist relativ einfach, wenn auch schwer zu behandeln. Da ist eine ganz klare Ursache, ein Bandscheibenvorfall, der auf den Spinalkanal drückt oder auf den Spinalnerv. Nur sollten Sie nicht vergessen,
30% der bundesdeutschen Bevölkerung hat einen Bandscheibenvorfall und weiß nichts davon. Wenn die jetzt Rückenschmerzen haben, kriegen einen MRT und die hatten schon einen, dann sagt der Radiologe, ist doch klar, du hast einen Bandscheibenvorfall. Aber 30% hatten schon einen und der Rückenschmerz war ja nicht da. Der ist dann später gekommen. Also auch genau hingucken, was dort gemacht wird. Der unspezifische, und das ist der allergrößte Teil, 80-90% der Rückenschmerzen, wir wissen nicht, woran es liegt. Nicht exakt. Das ist aber auch der Rückenschmerz, der wunderbar zu behandeln ist. Und ganz besonders auch im Bereich des Fitnessstudios, aber auch in der Physiotherapie. Wie unterscheidet sich jetzt der Rückenschmerz nochmal akut und chronisch? Akut, Stunden, Tage, dann ist es weg, so ein einschießender Schmerz. Chronisch, Monate bis Jahre. Bedeutung, positiv, Warnfunktion, oh, da hat es mir wehgetan, das akzeptiere ich. Auf Dauer hat dieser Schmerz keine Funktion mehr. Die Lokalisation ist diffus und die Akzeptanz wird gering. Es wird einfach nicht mehr akzeptiert. Warum tut mir es weh? Der Verlauf bei dem chronischen, akuten Bereich, schnelle Besserung. Und hier häufig progredierende Verschlechterung. Also ein Schmerz, der immer schlimmer wird, der chronifiziert, der übrigens auch Spuren dann nicht nur in der Peripherie im Rücken hinterlässt, sondern im Rückenmark und sich sogar strukturell im Gehirn, im Schmerzgedächtnis dann strukturell niederlegt. Ja, das heißt also, der chronische Rückenschmerz, das ist so ein bisschen das ganz große Problem. Mangelnde Behandlungserfolge, hohe Kosten für die Kostenträger. Und das ist die Frage, wie können wir hier eingreifen? Einmal die Chronifizierung überhaupt erstmal verhindern. Und wenn Chronifizierung stattgefunden hat, wie können wir Rückenschmerz dauerhaft wieder in den nicht chronischen Bereich zurückführen? Wir wissen mittlerweile im Rückenschmerzbereich, dass die Ursachen sehr vielfältig sind. Wir haben strukturelle Faktoren, also Bandscheibendegeneration, Wirbelkörperdegeneration. Wir haben metabolische Aspekte, Stoffwechselaspekte, also zum Beispiel Entzündungen. Wir haben psychologische Faktoren, neurophysiologische Aspekte und soziale Aspekte. Denn ein Rückenschmerz kann auch bedeuten, ich muss jetzt nicht mit meinem Mann intim sein. Lieber Mann, also wenn der jetzt möchte irgendwas, anstatt zu sagen, ich habe jetzt so keine Lust oder so, mir tut der Rücken weh, manchmal auch der Kopf. Ja? Das nennt man sekundärer Krankheitsgewinn und das sollte man nicht unterschätzen. Auch das, also jetzt unabhängig von dieser Situation, ist immer mitzudenken. Bei Nichtsportlern, wie entsteht Rückenschmerz? Das sind häufig die Arbeitsbedingungen. Das ist vor allen Dingen die Bewegungsarmut, weil unser Rücken ist für Vierfüßer konstruiert. Wir haben uns erst vor 200.000 Jahren aufgerichtet, die Welt begriffen, die Vorderfüße nach oben, um die Welt zu begreifen, hat die Gehirnentwicklung enorm befördert. Aber wir sind und bleiben eigentlich Quadrupeden, also Vierfüßer. Deswegen haben wir auch die Wirbelsäulenmuskulatur hinten, unten im lumbalen Bereich. Das ist die schnellkräftigste Muskulatur in Ihrem Körper. Und warum ist die? Weil Sie früher die Vorfüße mit einer Wirbelsäulenstreckung kombiniert nach vorne geworfen haben. Jetzt sind wir aufgerichtet. Jetzt muss diese fasische Muskulatur tonische Funktionen als Erhaltefunktionen übernehmen, was sie nicht immer gut kann. So, das muss man immer so ein bisschen wissen im Vorfeld, warum kann es Probleme geben. Und dann sehen wir halt Bewegungsarmut, weil die Wirbelsäule und hier speziell die Bandscheibe ist wie ein nasser Schulschwamm. Den müssen Sie eindrücken, ausdrücken, eindrücken, ausdrücken. Wenn diese Bewegung durch einseitige Arbeitsbelastung ausbleibt, der Klassiker ist die Sekretärin, das sind meistens Frauen. Sie machen dann bei Rückenschmerzen Röntgenbild, super Rücken, wie neu. Aber Schmerzen, auch teilweise chronische Schmerzen. Das sind die, die einseitig sich halten, immer auspressen, auspressen und nichts machen. Und dann passiert Folgendes, dann reichern sich Stoffwechsel, entzündliche Metaboliten an, Zytokine, Prostaglandine, Substanz P und so weiter. Und die sensibilisieren die Schmerzrezeptoren. Dann haben die einen sogenannten unspezifischen Rückenschmerz. Das tut Aua.
und hängt zusammen mit einseitiger oder fehlender Bewegung. Man kann den Rücken auch überlasten. Natürlich muss man sehen, dass keine Tumore sind. Hier die Heilpraktiker ein bisschen in die Pflicht nehmen. Wir haben jedes Jahr 10, 15 Todesfälle gehabt durch Heilpraktiker bei uns in der Uniklinik. Ich habe 12 Jahre in der Uniklinik in Frankfurt gearbeitet. Weil wenn Frauen im mittleren Alter Rückenschmerz haben, dann ist das sehr oft von einem Mammakarzinom eine Metastasierung. Die kann man alle noch retten. Aber wenn ich dann Wasseradern suche oder Edelsteine auf die Brust lege oder sonst was, dann ist die Zeit abgelaufen irgendwann. Und ich als damals junger Mediziner musste dann immer den Leuten die traurige Nachricht überbringen, auch der Mann und den Kindern, dass sie sterben. Und das ist ganz schlimm gewesen, diese Erfahrung für mich. Also bitte einmal schulmedizinisch alles abklären, das kann ja auch ein Tumor sein. Und dann kann man alles machen, dann kann man Bachblüten machen und Homöopathie oder sonst was. Aber bitte die schwere Erkrankung einmal ausschließen. Dann die Belastung und Genetik. Genetik, wenn Eltern Rückenschmerz haben, dann ist häufig auch das Kind betroffen. Nicht nur im Herz-Kreislauf-Bereich haben wir so eine genetische Disposition, sondern eben auch im orthopädischen Bereich. Dann im Sport, da denkt man ja immer, oh, die haben tolle Rückenmuskeln. Im Hochleistungssport haben mehr Menschen, junge Leute, Rückenprobleme als Nichtsportler. Das muss man wissen. Ich betreue ja seit vielen Jahren auch Leistungssportler, auch im Fußball. Rückenprobleme, lumbosakraler Übergang, großes Thema. Also die Häufigkeit von Rückenschmerz ist nicht abhängig, wie viel Muskeln ich habe, sondern von Nichtbelastung, Überbelastung, Fehlbelastung, wenn ich jetzt auf Bewegung eingehe. Und das ist sehr wichtig und gerade mit zunehmendem Trainingsalter im Hochleistungsbereich wird es immer schwieriger, weil dann einfach Aufbrauchschäden sind. Nehmen Sie Fußballer, ich war ja auch mal Fußballer, ich habe seit 17 Jahren eine Prothese links, typisch Standbeinprothese. Alle Fußballer, die mal professionell gespielt haben, 58% über 50 haben eine Prothese. Hüfte. Nicht, weil Fußball so gesund ist, sondern weil es hoch belastet. Der Durchschnitt in der Bevölkerung sind 1,7%. Weit überdurchschnittlich. Ja? Also wenn ich einseitig hochintensiv Sport treibe, dann kommt es auch zu Schäden. Auch im Rücken wohlgemerkt. So, was gibt es denn für Ursachen? Depressivität. Kognition, also immer denken an den Schmerz, passives Schmerzverhalten, also schonen, vermeiden, nichts tun, also nicht mal den Circulus Vitiosus durchbrechen. Eine moderate Evidenz gibt es bei Thought Suppression, also diese Gedankenunterdrückung, Katastrophisierung, überaktives Schmerzverhalten. Es gibt Leute, die merken auch jeden Pups, die sind genau die, die natürlich auch gerne chronifizieren. Geringe Evidenz, Persönlichkeitsmerkmale im engeren Sinne. Wir haben also diese Studien gemacht mit der BKK, SNL, DAK und mit der Barmer Ersatzkasse. Über 10.000 Leute ein Jahr trainiert. Und das publizieren wir jetzt in Clinical Biomechanics, Physiotherapy and Pain. Und da haben wir zum Beispiel sehen können, die erste Zeit nach Rückenschmerz, das ist der lässt sofort nach eigentlich. Schmerz, Funktionseinschränkung. Das ist die super Zeit, die ersten 2, 3 Wochen, 4 Wochen. Und dann bleibt so ein Rest übrig. Und das ist das große Problem. Um die müssen wir uns kümmern. Und was wird denn jetzt, wenn wir uns schon kümmern wollen, empfohlen international und auch von den europäischen Rückenleitlinien? Es wird empfohlen, Supervised Exercise Therapy, also auch Krafttraining, auf beaufsichtigtes Training. Das muss nicht Krafttraining sein, es kann Krafttraining sein, aber es ist deshalb empfohlen, weil es evidence-based ist. Es hat sich gezeigt, dass ein Krafttraining sehr viel für den Rücken bringt. Und jetzt kommt die Aussage von vorhin zum Tragen. Nicht etwa, weil die Muskeln kräftiger werden, sondern weil ich die Wirbelsäule bewegt habe. Den Stoffwechsel angeregt habe. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt Rückenschmerz. Ich würde Sie in der Sitzenposition mit EMG messen. Und das stellen wir fest, so gut wie keine Aktivität. Jetzt machen Sie 6 Wochen Training, Sie haben keinen Rückenschmerz. Sie sitzen genauso wie vorher. Macht die Elektroden dran, was passiert? Immer noch keine Aktivität. Wie soll denn dann die Muskeln
den Rückenschmerz beeinflussen. Wenn Sie nachts liegen, Sie haben eine völlig entspannte Muskulatur und Sie haben keinen Schmerz mehr, toll. Also muss eine andere Ursache geben und die ist vor allen Dingen im chemischen Bereich zu suchen. Gehen wir mal dahin. Also, Krafttraining. So, gehen wir nochmal auf die Belastung der Wirbelsäule kurz ein. Das ist aus Letterman von mir zitiert. Wenn Sie die Rumpfmuskeln anspannen, aber wirklich auch aktiv anspannen, nicht im Bett liegen und nur Muskeln haben. Weil jeder denkt immer, wenn ich gute Rumpfmuskeln habe, dann spanne ich die auch an. Nö. Sie wissen, wenn Sie nicht mehr trainieren, sind die auch weg. Ja? Das heißt also, gute Rumpfmuskeln ist toll, wenn ich was mache und die anspanne. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich die anspanne, habe ich eine erhöhte Wirbelsäulenstabilität, weil durch Kraft, durch Muskelanspannung eine Kompression der Wirbelkörper stattfindet und der Bandscheibe. Das macht eine bessere Stabilität. Erhöhte Kompression verringert das Bewegungsmaß, erhöhter Energieumsatz. Ich brauche natürlich auch mehr Energie. Spanne ich die Muskeln weniger an, genau das Gegenteil. Das muss man wissen. Also der Satz, durch Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur, Wirbelsäule entlasten, funktioniert nicht, aber stabilisieren unter Anspannung, das geht. Und jetzt kommt aber die Frage, warum wirkt denn dann Krafttraining fast immer? Und ich bin mir sicher, dass das EMS in dem Bereich auch immer wirksam sein wird. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil der Rückenschmerz ist vor allen Dingen auch metabolisch, wenn wir jetzt weg vom psychologischen, sozialen Aspekten weggehen. Es ist ein Aspekt, Schmerzrezeptoren müssen erstmal Schmerz signalisieren. Das geht thermisch, elektrisch, chemisch, mechanisch. So, chemisch fällt, mechanisch ist möglich, chemisch ist möglich. Thermisch, elektrisch fällt weg. Jetzt sitzt der da, hat vorher Rückenschmerz, hinterher keinen Rückenschmerz, fällt also auch mechanisch weg. Muss es chemisch sein. Und wenn wir zum Beispiel sehen beim Knie, es bilden sich Zytokine in entzündeten Knien, in wenig bewegten Knien. Das führt zu Knieschmerzen. Das Gleiche passiert jetzt beim Rücken. Sie haben also hier eine Sekretärin zum Beispiel. Sie haben hier ein Annulus fibrosus und Nucleus pulposus. Und ganz oft solche Leute, die einseitig den ganzen Tag sitzen sind, die reagieren auf ein Krafttraining super. Das ist ihre Erfahrung. Ja? Warum ist das so? Da ist alles intakt, aber es haben sich im Zwischenraum Stoffwechselsubstrate angesammelt, die die freien Nervenendigungen Gruppe 3 und 4 aktivieren. Machen wir das Beispiel. Ja, hier Beispiel, das ist jetzt ein Bauarbeiter, hier ist es kaputt. Und was passiert, und das ist eine chinesische Arbeitsgruppe, die können da in vivo auch in die Bandscheibe gehen, das geht in Europa nicht. Die haben nachgewiesen, dass bei solchen Leuten, wo einen kleinen Strukturschaden haben, Annulus fibrosus oder im Nucleus pulposus oder beidem, da wandern dann freie Nervenendigungen rein und das Stoffwechsel ist sauer. Und das gibt chronischen Rückenschmerz. So, ich finde es beruhigend, weil ich das seit 20 Jahren sage, dass das mal jemand gemessen hat. Aber das erklärt, warum Rückenschmerz durch Bewegung positiv zu beeinflussen ist. Weil sie eben die nicht durchblutete Bandscheibe bewegen. Also zusammenfassend, Rückenschmerz haben erstmal sowohl bei Sportlern als auch bei Nichtsportlern vergleichbare Inzidenzraten, was uns einen Hinweis natürlich darauf bietet, dass der muskuläre Zustand alleine kein Kriterium ist, ob ich nun mehr oder weniger Rückenschmerz habe. Die meisten Rückenschmerzen sind unspezifisch, haben eine gute Prognose. Frauen und Männer etwa gleich häufig. Bei den akuten, beim chronischen Frauen etwa 10% häufiger. Diagnostik, die muss schwerwiegende Erkrankungen ausschließen. Bitte niemand einfach mal so behandeln mit Rückenschmerz. Das kann eine Spondylolisthitis sein, das kann eine Spondylolisthesis sein, das kann alles Mögliche sein, zumal dann vielleicht auch noch Übungen sind, wo Sie den Rücken hochgradig belasten. Ja, Sie wollen ja Rumpfmuskeltraining machen. Da muss man vorsichtig sein und besonders bei Frauen, wie gesagt, das Mammakarzinom ist typisch metastasierend, ganz häufig mit Rückenschmerz. Und das sollte man vorher ausschließen. Dann haben wir hier Überlegenheit, eindeutig, evidence-based,
der aktiven gegenüber den passiven Maßnahmen, was ja auch den Fitnessbereich sehr stark stützt. In vielen Ländern, leider in Deutschland noch nicht, existieren leitlinienorientierte Behandlungsmaßnahmen. Dazu zählen die ganzen multimodalen Therapierichtlinien, also Krafttraining, Bewegung, Physiotherapie plus vielleicht on-demand psychologische Behandlung oder soziale Aspekte, die mit angegangen werden müssen. Die größte Herausforderung ist die frühzeitige Chronifikation. Und das ist so das ganz große Problem. Wir fangen eigentlich alle an, die haben chronischen Rückenschmerz, man findet nichts, und dann kommen die alle in ein Therapieregime. Wir müssten aber gucken, dass wir nach 2, 3 Behandlungen einfach mal gucken, wirkt das nicht, müssen wir was wechseln. Das ist aber bei einem Rezept, gerade beim Privatrezept, nicht vorgesehen. Also wenn der Physiotherapeut 10-mal Privatrezept hat, dann macht er erst 10-mal. Er wäre ja bescheuert zu sagen, nach 3-mal, das bringt nichts. Da sagt er, ich brauche ein bisschen Geduld und so. Das müsste unser Gesundheitssystem aber sehen und reagieren, dass wir auch eine Möglichkeit haben, ohne dass der Physiotherapeut zum Beispiel Geld verliert, einfach mal die richtige Therapiestraße zu finden oder zu wechseln. Wichtig ist noch eine Differenzierung in Sportler, Nichtsportler und Menschen mit einseitiger, hoher Belastung und einseitiger, so gut wie keine Belastung. Weil bei diesem Bauarbeiter, wo dieses Wirbelsäulensegment komplett kaputt war, da können Sie Rückentraining machen und Joggen und weiß der Teufel was, das wird nie wieder gut, nie wieder. Das ist immer ein Entzündungsherd im Körper und das bleibt auch so. Deswegen, Training kann adjuvant hilfreich sein, aber es kann es nicht kurieren, während bei der Büroarbeiterin mit einem einwandfreien Rücken können Sie jahrelang schmerzfrei kriegen, gar kein Problem. Aber diese Differenzierung wird in der Praxis oft nicht getan. Und Rückenschmerz gehören zum Leben. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.